Und jetzt laufe ich schnell wieder zurück zu meiner Station. Jetzt habe ich einen Miner gebaut. Da müssen wir am Anfang wohl auch mit Biogasstrom versorgen. Da müssen wir uns also jetzt schnell mal was einfallen lassen. Wo ist der? Da ist der Turm. Sehr schön. Jetzt dauert noch einmal hoch. Dann bauen wir am besten eine Direktverbindung nach dort hinten. Oder nach hier vorne dran. Ich könnte hier auch die Kraftwerk dran bauen. Dann braucht das nicht ewig weiter stehen. Dann muss ich nur von oben das Wasser einmal da runter pumpen. Das sollten wir aber hinkriegen. Und ich brauche noch so eine Kupferblech-Produktion. Damit ich dann auch die ganzen Wasserdinger da herstellen kann. Wie sieht das hier aus? Noch 48. Hatte ich das letzte Mal nicht erst aufgefüllt? Ich habe das Gefühl, das geht immer schneller leer. So. Wir brauchen noch ein bisschen was im Kram sein haben. Mal den da. Den. Moment, was ist da jetzt drin? Ja, das passt. 200 knallen wir mal drauf und hier kommen die Reste rein. Das sind immer noch ausreichend Reste. Und hier kommt dann noch ein bisschen Grünzeug mit dazu. Und hier kommt dann Holz mit rein. Das sind, ja, das sind zwei Stück. Ich mache einmal ganz kurz mein Rollo etwas runter, weil mich die Sonne blendet. Wundert euch nicht. Jetzt habe ich es heimlich fast komplett dunkel hier drin. Mein Fenster liegt schräg vor mir, deswegen blende ich das manchmal rein. Da oben durchrutschen. Da oben rüber. Und dann gehen wir mal dahin gucken, wie die aktuelle Produktion steht. Und die steht schön schön. Dann nehmen wir uns 34 von denen. Und gucken noch einmal, was wir denn brauchen für die Kohlegeneratoren. Okay, da haben wir noch nachproduziert. Bauen wir erstmal zwei Kohlegeneratoren. Stoppen wir da auf. Und dafür brauchen wir noch Rotoren und Kabel. Kabel bekommt man ja leicht, aber Rotoren nicht ganz so leicht. Gut, dann müssen wir daher. Kabel. Was sollte reichen an Kabeln? Schrauben. Ein kleiner Anfang für Schrauben. Ich glaube, ich nehme nochmal ein 500er Pack mit dazu. Das brauche ich nicht. Da brauche ich noch ein paar, aber ein Honi kann ja nicht schaden. Ja, und die brauche ich sowieso für das Fließband. Hier ist für die Produktion am Stillstehen, aber ich schmeiße noch mal ein paar Platten hinterher und ein paar Schrauben. Und hier in der Werkbank machen wir dann nochmal ein paar wenige Rotoren. 40 Stück, ja, das reicht. Da haben wir schon ganz schön Schrauben weggegeben und dann habe ich 40 Platten. Ich gucke zum Inventar. Ja, wir haben sogar 41 Platten. Also bräuchten wir eigentlich 20 Rotoren, um zwei Kohlekraftwerke zu bauen. Und noch ein bisschen mehr Beton, denn ich will das ja gerne an der Seite noch mit anbauen. Gucken wir mal, wie gut es funktioniert. Vielleicht sollte ich das auch im Wasser bauen. Wäre das dann vielleicht sinnvoll? Das könnte was auch schon sinnvoll sein.
Man muss so eine ewig lange Strecke bauen von der Mine bis zu den Kohlekraftwerken. Egal. Wir jumpen durch die Gegend und gucken uns das nochmal genauer an. Ja, die eine Platte auch mit rein. Die nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir oben auf den Planungsturm. Einfach mal schnell da hochlaufen, die 5 nochmal da mit reinstellen. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen wollen. Was scheint eine nicht unerheblich seltene Ressource zu sein. Jedenfalls in diesem Biom. Und dann laufen wir, sobald das in die Kuranlage steht und fleißig produziert wird, können wir auch auf Reisen gehen. Schnell weiter und weiter. Gut, das ist unser Wasser noch. Dahinter ist viel Platz. Aber gucken wir erstmal, wie uns das hier gefällt. So. Das ist die Plattform. Da könnte ich jetzt anfangen und sagen, ja, ich baue jetzt coole Kraftwerke. Die könnte ich hier in die Seite machen. Und dann baue ich von dort eine Verbindung hier hin und von da hinten eine Verbindung zu dort. An Kohle. Ich könnte aber auch ein Fundamentreihe hier komplett ranbauen, das nach hier oben befördern und hier oben dann die Generatoren hinstellen. Dann ist das noch relativ nah dran an Wasser. Und wie will ich das machen? Wie will ich das machen? In der Richtung wollte ich ja sowieso nochmal, weil da hinten ja Kupfer. Also hier in der Richtung kommt noch Eisen rein. Ach nee, das hier ist die Eisenfläche. Aber Kupfer kommt auch nochmal irgendwo damit hin. Stahl und Beton muss auch noch angebaut werden. Das heißt. Hier wird dann. Wenn ich das auf der Seite bauen, dann kann ich da oben immer weiter gemütlich anbauen an Strom, welchen ich brauche. Ich glaube, ich baue das. Ich gucke mal, wie eben das da unten ist. Und dann entscheide ich, ob ich das da hinsetze oder nicht. Das ist nicht so eben. Das hier könnte vielleicht schon gehen, aber so richtig optimal ist es nicht. Die andere Seite sieht wesentlich ebener aus. Sehr viel ebener. Ja, wir würden es sowieso nochmal angleichen von der Höhe her. Ah, oh, mein Mikrofon ist in der Küche. Ich höre seine Stimme. So. Dann gucke ich mal, wie mir das hier vorne gefällt. Wir haben hier einen Überblick, wobei ich hier auch die kurze Überlegung. Kommen wir die Kohlekraftwerke hin? Dann würde ich das hier rüberleiten. Also von dort und hier hin alles. Das wäre doch die Höhe schlechthin. Also könnte ich. Baue ich das direkt hier dran? Das wäre eigentlich noch viel cooler. Ich glaube, ich baue das direkt hier dran. Dann. Ach, das wird schon funktionieren. Fisch nach hinten. Machen wir erstmal. Das geht schon fast runter. Dann machen wir hier noch ein bisschen was hin. So. Und auf diesen Flecken hier müsste auch
Ein Kohlekraftwerk draufpassen. Oh, das ist ein großes Kraftwerk. Da sind zwei Eingangsrohre. Will ich nicht auf der Seite haben, will ich dann noch nicht auf der Seite haben. Aber ich hätte auch schon ganz gerne, dass die. Dass noch Platz ist. So, und das ist fertig. Und jetzt kommt hier noch eine nächste Reihe hin. Und ich brauche hier Eckstücke, Wandstücke. Und mit diesen Wandstücken werde ich jetzt den Kohlegenerator einweisen, quasi Platz einweisen. Damit der auf jeden Fall noch nicht über hat. Eins. Mal komm schon. Du musst ja nur in die lassen. Ah, das kannst du trotzdem arbeiten, ne? Da war es auch gerade. Zwei. Sehr schön. Zwei Kohlekraftwerke. So, als selbst nichts Schöneres. Und hier wird schon die Außenwand rein. In die Außenwand wird dann Kohle reingeführt. Und darüber müssen wir dann wohl die Wasserleitung legen. Und ein Kohlekraftwerk. Verbrauch. Oh, das muss ich gleich mal im Kohlekraftwerk nachgucken. Jumpen wir mal da hoch. Und. Ach ja, ich wollte ja mal Platten holen. Und ein Stück, dann habe ich 17. Das reicht natürlich noch nicht. Ein bisschen überschüssigen Kram muss werden. Ah ne, andersrum. Das brauche ich nicht. Das nicht. Schwefel nicht. Das nicht. Ton lasse ich mal mit drinnen. Gut, Holz und das andere kommt weg. Holz und Blätter. Blätter war das andere. Hier haben wir Holz. Und Blätter kommen auch weg. Da haben wir jetzt nicht mehr so viel übrig. Ich hole mir nochmal eine Runde Beton. Und mit dem Strom müssen wir einfach mal gucken, dass das möglichst schnell funktioniert. Ohne große Umschweife. Mitnehmen. Rüberlaufen. Schnell rüberlaufen. Wir können uns auch Pommes schon mal nehmen. Man bekommt zwar auf einmal. Aber die Anzahl erhöht sich halt auch wirklich schnell. Also wie viele Items wir wegschmeißen müssen, damit was Vernünftiges rauskommt. Jetzt haben wir 6 Coupons. Und wir wollen ja mal anfangen zu bauen. Das hier würde ich bevorzugen. Weil wir die Wände schon haben mit Öffnungen, wenn wir den Einkaufswagen. Ne, ich guck mal die Befestigungen. Dafür können wir uns nicht zur Organisation. Dafür können wir uns auch nichts holen. Wände, Festigung, Wände gibt es nichts. Gibt es keinen einer. Den einer haben wir schon gekauft. Fahrzeuge, wir brauchen 10. Fundamente brauchen auch alle mehr. Festigung, das ist schade. Ein zweiter wäre noch ganz praktisch. Den könnten wir Wandhalterung bauen. Oder eine Förderung Wandhalterung. Das wäre auch was gewesen. Ah, nee, eine Wandpeilerstütze, das wäre es gewesen, was wir brauchen. Und Wandstromverteiler, den hätte ich auch sehr gerne noch beim Bau. Und natürlich da hier von eine ganze Menge. Statuen brauchen wir nicht, Ausrüstung brauche ich auch nicht. Der Kaffeebecher ging ja noch. Na, den machen wir später. Erstmal einen Einkaufswagen. Und alles einkaufen.
Sehr schön, dann haben wir das jetzt gekauft. Und einer haben wir noch über. Du kommst zurück, mein einer. Mein einer kleiner Coupon. Und dann wollen wir. Ja. Mangels an Schrauben. Dann schmeißen wir noch ein paar Schrauben hinterher. Schnell, 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 schnell. Hier, nimm die Schrauben. Produziere was Schönes. Ne, kommt dann noch gleich ein dritter daneben. Und einen vierten wollen wir auch noch haben. Aber das dauert dann noch einen kleinen Moment. Bis wir das nötige Material haben. Aber wir bauen jetzt schon mal MK1 Förderband von der Mine hier hin. Ein relativ grobes, einfaches. Cool. Cooler Generator. Ja, das sieht gut aus. Eins, zwei, drei, vier. So. Der Film macht auch nochmal damit rein. Und dann haben wir hier die Kohleverteilung. Bei der Kohleverteilung werden wir mal gucken. Da zu gegenüber klappt das hier bei einigen nicht. Das macht nichts. Das läuft mir rüber und nehmen wir so ein ganz, ganz blödes provisorisches Fließband, das wir später abreißen und neu bauen werden. Aber erstmal sammeln wir Kohle an, damit wir über die Kohle dann auch. Wo ging es nochmal links? Da vorne ging es nochmal links, damit wir über den Container zum Beispiel, wo wir Kohle drin sammeln, dann auch einfach nochmal Kupfer haben zum Neubauen. Dann bauen wir das gleich mit MK2 Förderbändern neu. Die wir jetzt einmal so gebaut haben. Und Wasserrohre brauchen wir. Dafür brauchen wir noch Kupferblech. Wir könnten eine Produktion dafür auch nochmal aufbauen. Aber erst wenn wir die Strom angeklärt haben. Was ist das da? Das sieht aus wie Rohquarz. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. So schön. Was haben wir hier? Ich habe Platt vergessen. Nicht im Ernst. Wieder zurücklaufen. Ganz viele Platten mitnehmen. Aber ich habe noch bestimmt. Dafür fehlt ein Kupferdraht. Bauen wir beides. Wir nehmen jetzt Kupferdraht und Platten mit. Und dann haben wir heute eine richtig schöne Folge mit ganz vielen herlaufen. Grundzeug schnappen. Richtung Kohlekraftwerke und dann biegen wir rechts ab. Und gehen uns nebenbei das und das und das. Wir laufen hoch und springen über die Felsen. Denn Satisfactory ist eigentlich ein Jump'n'Run-Spiel. Man weiß es bloß nicht. Und vielleicht haben wir ihn sogar genügend Versteckplatten, dann können wir noch gleich ein weiteres Kohlekraftwerk bauen. Dann so darüber. Und dann immer weiter geradeaus. Der Manufaktor arbeitet auch gerade nicht. Der braucht bestimmt auch Eisenplatten. Wir können uns ein paar Eisenplatten. Und warten kurz, bis das durchgelaufen ist. Obwohl, nee, darauf brauchen wir nicht warten. Und Draht. Hier so, ein bisschen Draht. Da wir genügend dabei rumkommen, dass wir dann bald da schon mal was bauen können. Fahrzeugtransport. Hoch da. Schau, das klappt noch nicht. Hoch da. Ja, jetzt klappt es. Fahrzeug schon mal frei, sobald Kohle läuft.
Und dann bauen wir die Produktion um. Einmal komplett. So, rüber mit dir. Und dann bauen wir das Fließband und die Stromversorgung gleich mit. Entschuldigung. Und dann brauchen wir uns noch eine Sache kümmern und dann bauen wir die Leitung da irgendwann mal wirklich nochmal aus. Einfach weil wir es können. Das ist eine ganz entspannte Nummer. Und hier kann man ja schon fast. Nehmen wir mal den Vierer. Einer da. Wie sieht es hier aus? Genau. Einer auch da. Und ein nach da. Dann bauen wir hier mit dem Dreier einfach mal. Das ist zwei weg. Und dann sollte das so noch ganz gut funktionieren. Dann wollen wir auf der Seite auch gleich nochmal gucken, wie das aussieht. Nein. Zu wenig Platz. Und dann machen wir auf der einen Seite Strom, auf der anderen Seite machen wir den Fließband. Perfekt, das passt darüber. Und dann müssen wir nur noch da links was bauen. Drei. Sehr schön. Kommst auch darüber. Und dann will ich dich da hoch haben. Bis es zu lang ist, angeblich. Förderbahn zu lang. Dann haben wir nur noch einen so einen Strommasten. Und von hier bauen wir dann. Ich muss mich kurz orientieren. So, das muss weg. Das muss weg. So, die bauen wir auch nochmal weg. Der kommt nach hier. Ja, es ist so ein bisschen wie Fußboden, das ist wahrlich keine Schönheit. Einfach mal jetzt quer durch die Landschaft. Shittigol. Und weiter bis nach hier. Und hier bitte einmal da oben rauf, so, ja. Und hier kommst du dann gerade dann links. Na, aber wo ist zu lang? Und dann wollen wir dich ja auch nochmal ein Stück nach vorne bringen. Die Motorsäge brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt einen Splitter. Eine Fundament der Organisation. Ne, du bist über das. Oh, Pipenstütze, Pipeline, noch mehr Pipeline. Förderband, Splitter. Ein nach da. Wir machen das jetzt ganz stumpf, nicht auf Schönheit, nicht auf Funktionalität. Wir wollen jetzt einfach nur quasi Platz im Raum gewinnen für den Umbau. Und hier brauchen wir auch einen Förderbandsplitter. Dazwischen Produktion, gar nicht Logistik, Splitter. Oh mein Gott.
es halt nicht rein. Machen wir das anders. Bauen wir den Splitter hier hinten hin. Die bauen wir sowieso um. Der da rein. Der da rein. Und ganz wichtig für jetzt ist nämlich bei Organisation, dass wir einen Lagercontainer hinklatschen. Lagercontainer hingeklatscht. Wir werden unseren Strom erstmal nämlich dann zusätzlich aus dem Lager gewinnen, nachdem da genügend Strom geflossen ist. Und hier bauen wir dann unpassenderweise natürlich diese ganz tollen, also diese wirklich tollen Strommassen. Zwei darüber, ein dahin, dann schon mal daran. Und dann wird das der, zu dem das abgeht. So, boom. Und hier brauche ich jetzt noch eine Stromverbindung. Die bauen wir einfach mal stumpf daneben. Zur Leitung. Leider zu lang. Und weiter in die Richtung. Wir können das ganze System gleich anschließen. Jedenfalls könnten wir. Ach, da unten ist der Hinweis schon wieder. Ich übersehe den ganz gerne. Na, Klaus, bist da vorne dran. Leitung zu lang. Gut, dann kommt er dahin. Und kommt jetzt da dran. Sehr schön, dann bauen wir den einmal. Und diese Leitung noch einmal an unser bestehendes Netzwerk ran. Und wir könnten auch schon noch Fließband fahren, aber das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Dann bauen wir da nochmal schnell eine Leitung drüber. Und dann wird hier Stück für Stück umgebaut. Aber so, dass hoffentlich alles weiterläuft. Und dann fangen wir an, oben was zu bauen und noch ein. Wie hieß denn das nochmal? Ein. So, haben wir geschossen. Ja. Diese Wasserkraftgeschichten. Was brauche ich eigentlich alles für die Rohre? Vorwiegend eigentlich nur Kupferblech. Kein Problem, ich speichere dann das Kupferbarren ab. Ich Idiot. Nicht unbedingt. Aber gucken wir uns mal an, wie deine Strufe. Ja, man sieht schon, es schnellt relativ hoch, relativ stark hoch. Wenn man doch etwas höheren Verbrauch. Wir müssen also wahrscheinlich dann noch einen Biogasgenerator dazustellen oder was anderes dann Stück für Stück dann vom Netz nehmen. Damit der Umbau auch gelingt. Aber das können wir ja leicht machen. Nur so wirklich leicht. Ich brauche jetzt nur ein bisschen Kupfer. Also Kupferbarren und dann mache ich das mal schnell zur dem zu diesem Kupferblech und mit dem bauen wir weiter. Einfach ein bisschen was mitnehmen lassen. Man hat ja den Platz. Die 97 sind meins. Die sind auch meins. Das wird auch reichen. Krabbel, krabbel, krabbel. Alles ist mal schon krabbel. Meins. Die will ich nicht haben. Das ist Eisen. Eisen ist wertlos. Niemand braucht Eisen. So, darüber. Darunter. Zur Werkstatt. Und Kupferblech. 129. Das dauert eine kleine Weile. Gehen wir mal hin. So lange gönne ich mir mal etwas Kleines zu naschen.
Lecker. Sehr lecker. Dann warte ich nochmal kurz ab. Bis wir damit einigermaßen durch sind. Und dann nochmal etwas. So. Meins. Deins, deins. Auch deins. Und dann.